So Leute, wie ihr schon im Titel seht, diesmal geht es um etwas anderes als die sonstigen langweiligen Booster. Es ist ein etwas älteres Booster und von wann ist denn das? Was steht hier drin? Von, oh Gott, ich darf es nicht kaputt machen, 2011 steht hier. Ja, das Mirrodins-Belagerung, miranische Fraktionsbooster, Boosterpackung mit 15 Karten. Ich wusste gar nicht, dass es diese Dinger gibt. Es gibt auch ein Phyrexian davon, das versuche ich noch zu bekommen. Das ist ein bisschen schwieriger zu bekommen. Und ja, wollen wir uns mal angucken, was da drin ist? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Smooth. Ich habe, wie gesagt, keine Ahnung, was hier drin sein kann, was hier drin ist. Okay, fangen wir vorne an. Zerdrücken für ein rotes Zerstören. Artefakt deiner Wahl. Spontan Zauber. Ah, ich sehe gerade, die haben alle diese Miran-Zeichen unten drin. Okay. Miran-Eiferer. Ein Mana Spontanzauber. Eifer. Miran-Eifer. Ein Mana Spontanzauber. Eine Kreatur kriegt +2/+2. Mit Metalcraft kriegt sie +4/+4. Sturmhohe Schlange. 5 Mana 3/5. Verteidiger. Mit Metalcraft kriegt sie +2/+2. Und hast keinen Verteidiger mehr. Die Unreinen verbrennen. 2 Mana verbrennen. Die Unreinen verbrennen fügt einer Kreatur 3 Schadenspunkte zu. Falls die Kreaturen infizieren, also Infekt hat, fügt sie Mensch auch 3 Damage zu. Der ist gut. Kreischhorn. Das habe ich auch irgendwo mal gespielt. Für 1 Mana kommt es mit 3 Marken ins Spiel. Und man kann es tappen, eine Marke runternehmen. Und ein Spieler dabei legt die obersten Karte seiner Bibliothek auf den Friedhof. Die obersten beiden Karten sogar. Das ist ziemlich gut. Plündernder Fangren. 6 Mana, 5/5. Immer wenn ein Artefakt aus dem Spiel auf dem Friedhof gelegt wird, kannst du 5 Lebenspunkte dazu halten. Auch nicht so bad. Denke ich. Mal gucken. Übungsdrohne. 3 Mana, 4/4. Kann weder angreifen noch blocken, solange sie nicht ausgerüstet ist. Geiles Teil. Gantrosaurier, 6 Mana, 5/4, Opfer und Artefakt und der kriegt Trampel bis zum Ende des Zuges. Kupferrückenpanzer, 1 Mana, die verzauberte Kreatur kriegt +2/+2 und kann ich blocken. Ausrüstungskosten von 3. Ruf des Meisters, oha. 3 Mana, bringe 2 farblose 1/1 Mühe-Artefakt-Kreatur. Oh, ich habe Mühe so sehr geliebt, ich fand Mühe so cool. Gut, unsere erste Ankam ist Kembas Legion. 7 Mana, 4/6 Wachsamkeit und kann eine weitere Kreatur blocken für jede andere angerüstete Ausrüstung. Okay. Kolben Mama, der war cool. Den habe ich im Commander gespielt. 3 Mana, immer wenn der ins Spiel kommt, kann man ihn direkt an eine Kreatur anlegen. Gibt +3/+1 und man muss ein Artefakt opfern, um den umzurüsten. Widrische Klaue. 2 Mana Ausrüstung, die Kreatur kriegt +1/+0 und Erstschlag und für 1 Mana zum Ausrüsten. Das ist gut. Und unsere Rare ist eine Mythic. Eben eine Giftmarke. Natürlich ist in dem Miran-Booster eine Giftmarke drin. Oh, ich bin viel zu weit oben. Sagt das doch jemand. Wow. Ja, unsere Rare. Held von Oxidcam. 4 Mana, 4/2, Eile, Schlachtruf. Und wenn er angreift, können Kreaturen mit Stärke 1 oder mehr in diesem Zug nicht blocken. Das ist cool. Oh, das ist Battlecry. Ich habe damals ein Battlecry-Deck gehabt. Ich wollte ihn immer haben. Ich erinnere mich. Oh mein Gott. Wie cool. Richtig, richtig cool. Ja, das war das Miran-Fraktionspack. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blacksea. Ciao, ciao.